Tati, du bist mein Meister, aber jeder Schüler muss irgendwann mal seinen Meister übertreffen und deswegen wirst du keine Chance haben. Er spielt Pepe, aber er hat ja nur Kostmann gespielt und alles. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Er hat sich unter Kontrolle und deswegen wird er verlieren. Jungs, ihr habt mich herausgefordert. Leidet es nicht. Die Liga heißt so. Ja. Ich habe gewonnen, ihr verloren. Tut mir leid. Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit der weiteren und theoretisch letzten Folge der Leinenden Liga. Wie ihr gerade gehört habt, hat Tati gewonnen. Glückwunsch an ihn. Er ist der Leinende Champion. Es gab leider kein letztes Match zwischen ihm und Alex, dem Praktikanten. Ist leider was dazwischen gekommen. Kann passieren. War ein großes, langes, langfristiges Projekt. Da kann es durchaus passieren, dass mal ein Game nicht stattfindet. Leider. Wäre sonst noch spannend geworden. Das Spiel um Platz 1 sogar. Aber so hat halt Tati jetzt gewonnen. Alex habe ich jetzt dequeued. Tati hat während des Verlaufs der Liga gegen Chong verloren, glaube ich. Und gegen Barisch und Dimi gewonnen. Und dann jetzt halt DQ gegen Alex. Ansonsten Dimi. Theoretisch letzter Platz. Wäre das DQ nicht gewesen. Hat nur einmal gewonnen, sonst dreimal verloren. Aber so ist er noch auf dem vierten Platz. Und Chong und Barisch punktgleich. 2 Siege, 2 Niederlagen. Selber Tiebreaker. Teilen sich den zweiten und dritten Platz. Mal schauen, ob wir das noch aufspielen werden. Also theoretisch könnten wir das noch machen, aber die Stimmung, die Lust bei den, und Motivation bei den Jungs ist gerade sehr am Ende. Chong zurzeit echt schlecht und hat null Interesse an der Liga. GP-Kollege, also Barisch, würde es eigentlich gerne ausspielen. Der hat nämlich auch schon richtig hart gelangweilt deswegen. Aber der ist leider verschollen, also bis der mal wieder auftaucht und wieder Zeit hat. Also er hat gerade viel Stress um die Ohren mit Schule und Privat und sowas. So lange können wir halt nicht auf ihn warten. Die Show muss weitergehen. Wir haben auch schon neue, andere Projekte geplant nach der Leinenliga. Mal schauen, was wir davon auswählen werden. Vielleicht könnt ihr unten nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Leinenliga fandet. Was wir hätten besser machen können und sowas. Vielleicht neue, andere Projekte vorschlagen, die wir dann demnächst einführen werden. Anstelle der Leinenliga. Das nächste Mal zeige ich euch noch die Decklisten von den Spielern. Da haben ein paar Leute danach gefragt. Ansonsten danach dann noch ein kleines Fazit, wie die Jungs das fanden. Wer halt der leichteste Gegner war und sowas nochmal ein bisschen. So ein Trash-Talk. Ansonsten war es auch schon wieder heute. Leider kein Match. Tut mir leid, aber hoffentlich hat euch die Leine Liga trotzdem Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Und bis dahin, leidet nicht so hart wie die Jungs hier. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.